Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus Dortmund. Ich bin hier heute zu Fuß unterwegs und mache mit beim Little Mambo Marsch Dortmund 30 Kilometer. Mambo Marsch für Anfänger in Anführungsstrichen. Und die größte Herausforderung am frühen Morgen ist jetzt hier, da ist das Startgelände, erstmal einen Parkplatz zu finden. Ich bin hier mit dem Peter heute unterwegs vom Kanal Black Max und dem Walter, mein Wanderbuddy, den kennt ihr bestimmt schon aus anderen Wandervideos von mir. Und wir drei machen uns heute auf den Weg und wie gesagt, die erste Herausforderung ist hier, einen Parkplatz zu finden. Und sind jetzt mal ganz optimistisch, hier ist noch ein bisschen Platz, weil offizielles Parkgelände gibt es hier gar nicht und darum... Da kommt der Peter, natürlich wieder mit dem Elektroauto heute Morgen hier angereist, ganz umweltfreundlich. So sind wir ja, nicht nur E-Bike fahren und wandern, auch elektrisch Auto fahren. Mit dem Strom vom eigenen Dach natürlich. Ja, gleich geht's los zum Start. Ja, Parkplatz haben wir jetzt gefunden, beziehungsweise Peter ganz in der Nähe. Bin gespannt, ob das Auto nachher noch da ist, aber Abschlepppotenzial hat der Platz, glaube ich, nicht. Könnte höchstens ein bisschen Parkgebühren kosten, mit dem Parkhaus ja auch. Ja, wir wurden ja schon geblitzt, also deswegen. ja, anderes ja. Thema. Okay, auf geht's. Passt. So, die Herausforderung natürlich akzeptiert hier, die 30 Kilometer ist ja, ich hätte fast gesagt Kurzstrecke, aber ich will nicht zu sehr hier eine dicke Lippe riskieren am frühen Morgen. Aber der Peter ist halt zum ersten Mal dabei und wer ihn nicht kennt, hat ja halt mal einen schweren Motorradunfall, Knie kaputt. Wir schauen mal einfach, was geht da mit seinem Knie und darum ist hier Mambo Marsch für Anfänger und er ist dementsprechend auch, ich sag mal, ganz einfach ausgestattet mit dem, was man zu Hause so findet. Und unser Eins hier hat sich ja irgendwann mal extra Schuhe gekauft und Rucksack und Trinkblasen, hast du nicht gesehen. Haben wir mal ein bisschen Vergleich heute. Bin mal ganz gespannt, was das so gibt. Ja, ich habe gerade schon angekündigt, der Walter ist natürlich auch wieder mit dabei. Morgen, hier. Ne? Kann mir auch gar nicht vorstellen mittlerweile. Marschveranstaltung ja. Ohne dich. Wir gehören einfach zusammen auf solche Marschveranstaltungen. Und 30 Kilometer müsste ja eigentlich fast schon Spaziergang sein heute. Ne? Zum Warmlaufen in 14 Tagen gibt es einen längeren. Genau. Und da freue ich mich auch schon. Jetzt mal wieder nach Hannover. Dann geht es los für euch auf den ersten Kilometer von 30 in 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's, bis gleich! Ja, die ersten Meter sind geschafft, die Sonne kommt im Hintergrund schon raus und der Anfang ist immer so, ja, das ist kritisch, aber wenn so viele Leute loslaufen, muss man mal gucken, dass man keiner in den Hacken läuft, wenn man selbst keinem in den Hacken läuft und dann versuchen wir mal ein bisschen vorne in der Gruppe zu laufen, dass man ein bisschen Luft nach vorne hat und auch vorankommt. Ist es zu schnell, Peter, oder geht's so? Geht noch. Walter gibt schon wieder richtig Gas hier. Yeah, Foto. Unsere Begleitung. Hier, Walters Tochter und Schwiegersohn. Walter, wink doch mal. Hab ich ja schon. So. Die wollen natürlich nicht gefilmt werden und darum mache ich das auch. Weiter geht's. Ja, und kaum Kilometer gelaufen hier. Schon ein richtiges Highlight in der Natur. Hier das schönste Stadion der Welt. Der Signal Iduna Park. Ja, die Muschel hinten am Rucksack kommt natürlich sofort. Bei uns geht das Thema Jakobsweg auf. Peter Weyer mit dem Rad auf dem Jakobsweg vor ein paar Monaten unterwegs, 3 Wochen. Und das ist ja so etwas, ich habe schon mehrfach gesagt, das würde mich auch mal reizen. Ne? Aber ich denke, in dem nächsten Jahr sitzt das nicht drin von der Zeit her. Das ist ja auch ein Kostenfaktor, wenn man berufstätig ist, Vollzeit. Müsste ich mir meinen ganzen Jahresurlaub praktisch dafür hernehmen und das möchte ich auch nicht. Und darum vielleicht mal so ein kleines Jakobsweg-ähnliches Experiment im Sauerland. Den Rothaussteig sind 160 Kilometer wandern. Das kann man eine Woche wandern. Würdest du da mitkommen? Na klar. Lass uns mal ausprobieren. Wir probieren mal heute aus. Hier ist ja erste Wanderveranstaltung für den Peter.
und wir schauen mal, wir haben ja auch technisch verschiedene Voraussetzungen, habe ich am Anfang im Video ja schon gesagt, allein schon Schuhwerk, ich bin ja hier mit meinem Rokabondi 7 unterwegs, auch super, bei so Laufveranstaltungen, ist ja eigentlich Laufschuh, ich sage jetzt Laufveranstaltung, Wanderveranstaltung, ist ein leichter Laufschuh, weil es ja doch oft feste Untergründe sind hier, ne? Gepflastert, Asphalt und so weiter. Und Peter hat seine Arbeitsschuhe angezogen und das ist ein bisschen was Stabileres. Und mal gucken, die sind natürlich deutlich schwerer. Und was deine Füße nachher sagen. Ich bin ja sehr gut zufrieden mit den Laufschuhen, dass ich überhaupt keine Blasen mehr habe nach dem Wandern. Und auch keine Fußsohlenschmerzen. Ich habe auch angepasste Einlagen und sowas. Und Peter, lass uns mal überraschen. Kilo-Klasse sind wir ungefähr ähnlich, denke ich mal. Dass man es auch wirklich vergleichen kann. Was ich auch immer wieder klasse finde an den Marschveranstaltungen hier an Großstädten, man sieht man nicht nur die Innenstadt, die ich sonst als Autofahrer, wenn ich eine Stadt besuche oder eine Städtereise mache, sehe, sondern wirklich auch mal so die Bereiche, wo die Leute wohnen, wo es ein bisschen grüner ist, ist ja alles noch Dortmund hier. Und Peter, wer hätte das gedacht, ne? Dass Dortmund so grün sein kann? Ja, unglaublich. Ich wünschte, es wäre mehr blau. Nächste nix. Ja, Kilometer 5 jetzt mittlerweile hier, also ein Sechstel haben wir geschafft, Stunde waren wir jetzt unterwegs und müssen doch feststellen, habe ja auch gesagt, am Anfang hier Mammutmarsch für Anfänger und der Peter ist also noch nie sowas gemacht hier, obwohl er nicht untrainiert ist, ja auch wochenlang schon ein Stück Fahrrad gefahren ist, merkt er da schon sein Kreislauf halt, dass das eine ganz andere Herausforderung ist, da haben wir ein bisschen Tempo rausgenommen hier, dass wir dich mal hier unter die 160er Herzfrequenz kriegen wieder. Und es soll jetzt kein Geläster sein hier irgendwas, aber das ist so. Wenn man sowas macht, ein bisschen darauf vorbereiten, langsam rangehen und nicht so zwei Bekloppten wie Walter und mir einfach hinterherrennen am Start. Wir hätten ja auch mal nett sein können, ein bisschen langsam rangehen. Jetzt machen wir es halt, damit wir auch alle heile ins Ziel ankommen. Soll ja Spaß sein hier, ne? Ist ja nichts hier, nichts zu gewinnen hier. Sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, dass es auch noch hier so Infoschilder auf dem Mammutmarsch gibt. Also, interessant. Kilometer 7, wir sind immer noch fleißig unterwegs hier beim Little Mammut Dortmund. Und der Walter ist mittlerweile weggelaufen. Das ist auch schwierig, sich immer Leuten anzupassen. Ich habe da nach unten hin kein Problem, also langsamer werden. Das geht bei mir. Schneller werden, das ist irgendwo ein Limit. Und darum machen wir es mal ein bisschen ruhiger hier. Aber laufen immer noch gut 5 km/h die Stunde. Das ist jetzt ja auch jetzt kein Sonntagsspaziergang. Wir sind schon flott unterwegs. Das geht auch ganz schön rauf hier. Und ja, genießen immer noch, dass es hier so grün ist in Dortmund. Wird auch langsam ein bisschen wärmer. Gleich mal gucken, dass ich die dicke Jacke loswerde, dass ich die in eine Tasche packe. Ja, und dann freuen wir uns schon auf den ersten Verpflegungsposten. Bin mal ganz überrascht, was es da für uns gibt. Und hier teilt sich die Strecke. Rechts habt die 55er, die blauen. Und wir sind die roten hier, die 30er, Little Mammut Dortmund. Da geht's jetzt bergab mit uns. Ja, es müssen ein paar Entscheidungen getroffen werden, Herr Verpflegungsposten. Ich wollte eigentlich die dicke Softshelljacke, Regenjacke hier ausziehen, weil es eigentlich zu warm ist zum Laufen damit. Allerdings fing es jetzt gerade an zu regnen. Aber erstmal wird ein bisschen was gesnackt hier und dann glaub ich, lasse ich erstmal an die Regenjacke. Ja, und wie ich schon gerade mehrfach erwähnt hatte, Mammutmarsch Dortmund, Mammutmarsch für Anfänger. Hier erfahrener Mammutmarsch-Teilnehmer mit seinem Wanderbuddy unterm Regenschirm.
Mammutmarsch Anfänger bis zum Regen. Ja, und dann, unter so einem Stiel ist halt nur Platz für zwei und da muss man Entscheidungen treffen. Ja, Viertelstündchen Pause, zu lange darf man ja nicht sitzen, dann kommt das Fahrgestell nicht wieder in Bewegung, da fällt einem das richtig schwer, wieder loszuwandern. Dann müssen wir den Peter Meisel ein bisschen motivieren, dass es weitergeht hier auf seinem ersten Little Mammut hier in Dortmund. Wandern für Anfänger, Walter, ne? Ja, du lachst, ist es doch. Es war unser erster Mammutmarsch vor zwei Jahren, das war auch Dortmund. Wir waren ja auch mal hier Anfänger. Ich würde mich auch weit weg von Profi oder von routiniert bezeichnen. Man macht das mal gelegentlich, aber ich merke gerade auch schon, dass wir 10 Kilometer gegangen sind. Ich wusste das nicht. Jetzt ist der Peter weg. Jetzt ist er uns weggelaufen. Wo ist er hin? Vom Erdboden verschluckt. Nee, holt sich doch eine Banane oder irgendwas. Ach, du holst eine Banane. Da ist er. So. Und die saure Gurke für unterwegs. Ja. Meinst du, das hilft? Ja, ja. Genau, das ist der richtige Turbo hier, saure Gurke. Ja. Gurke ist auch dafür bekannt, saure dass sie... Saure Gurke und viel was Süßes. Ne? Dass sie viel Energie besitzen, die Gurken, und viel Glucose, dass man da gut vorankommt. Und direkt nach dem Verpflegungspunkt gleich hier so ein Sightseeing-Highlight an der Hohen Sieburg. Ich weiß nicht, wie genau, wie das Ding hier heißt, aber... Kann man sich mal angucken. Und von hier oben auch ein wunderbarer Blick, herrlicher Ausblick auf Dortmund. Herrlich. So, war ja gerade erst Pause, dann kann ich schon wieder Pause machen. Weiter geht's. Ich weiß ja nicht, wer die Strecke hier geplant hat. Ich meine, ich weiß natürlich schon, wer die Strecke hier geplant hat. Aber direkt nach der Verpflegungsstation, direkt hier eine Pommesbude. Das ist ja für mich total böse. Da bin ich ja sehr empfänglich für das Thema. Aber es geht ja gar nicht. Ne? Da werde ich jetzt auch ganz eisern dran vorbeigehen. Ein bisschen zur Seite gucken schon mal. Boah, dann siehst du, wenn man sowas so gerne isst, dann riecht man die Pommes Mayo Ketchup. Man riecht das ja so richtig. Und dann denkt man so, oh, ja. Egal. Und die Aussicht hier echt der Knaller. Auch der Himmel, guck dir das mal an. Mit dem Schwarz-Gelb wollte ich gerade sagen. Schwarz-Blau. Die Jacke jetzt doch ausgezogen. Ist wahrscheinlich sonst zu warm hier auf Dauer. Und für euch ist das ja immer so innerhalb von einer Minute. Denkt ihr euch, was macht er da jetzt? Aber für mich ist natürlich mehr Zeit dazwischen. Wenn ich hier 5 Minuten Film mache, bin ich auch gerne mal 2 Stunden unterwegs gewesen. Und von daher hat sich das Wetter jetzt so entschieden. Ich habe mich jetzt so entschieden. Es ist warm, es bleibt trocken, basta. So sieht's aus. So, nach links gucken hier ganz interessant. Hier die Fußballsessel. Es ist ja auch immer schön, wenn so ein Weg sicher ist, so wie hier die Treppe, dass man sich an den Seiten gut nicht festhalten kann. Tippitoppi. Dieses Stück kann ich mich noch sehr gut von meinem ersten Mammutmarsch erinnern hier in Dortmund, vor 2 Jahren genau. Video blende ich euch mal eben oben links ein. Da war es nämlich auch regnerisches Wetter, super matschig. Waren auch vor uns schon ein paar tausend Leute hier durchgelaufen. Wir kamen von der anderen Seite. Das war extrem rutschig. Von daher Augen aufhalten jetzt hier. Für Füße auf dem Boden wollte ich gerade sagen, die sowieso, die Augen auch. Und dann heilig hier durchkommen.
Mittlerweile 14 Uhr, wir sind 3,5 Stunden hier unterwegs. Und jetzt kommt gerade das 15-Kilometer-Schild. Mal schauen, dass wir das noch ins Bild kriegen. Hier ist es ja nicht. Hatte ich jetzt gedacht, weil das 40er da war. Dass jetzt auch das, ein 15er gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Aber 40 Kilometer ist auch dran. Jedenfalls die halbe Strecke. Und müssen wir mal gucken. Peter hängt da schon ganz schön in der Seile. Wenn man da nicht gewohnt ist, so von 0 auf 30 sozusagen, dann ist das doch schon eine ungewohnte Belastung für den Körper. Ja, der Peter hat sich jetzt eine Banane reingezwungen, ein bisschen was getrunken. Ich kenne das ja persönlich von meinem Megamarsch Hannover in diesem Jahr. Ich habe mal an, der Zuckerrad war. Das ist nicht schön, da muss man lieber vorher was essen. Wenn man, wie gesagt, das nicht gewohnt ist. Tja, da merkt man das vielleicht ein bisschen zu spät. Und ich habe es ganz am Anfang des Videos ja gesagt, wir sind ja mit völlig anderen Ausstattungen unterwegs. Ich mittlerweile ganz leichte Laufschuhe und er hier mit seinen Arbeitsschuhen. Das sind ja auch Tonnen, die man zusammengerechnet praktisch dann mehr bewegen muss. Ne? Also 50.000 Schritte hier macht, wenn man zusammenrechnet die paar hundert Gramm da, die Schuhe mehr wiegen, da kommen ein paar Tonnen zusammen in so einer Marschveranstaltung. Tippitoppi. Ist echt herrlich. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen, jetzt hier durch den Wald. Richtig schön. Ja, mittlerweile 4,5 Stunden sind wir jetzt hier unterwegs. Kilometer 18 geht stramm zu auf Verpflegungsposten 2. Und ich bin ganz froh, dass der Peter wieder ein bisschen Farbe im Gesicht hat. Der war schon ganz blass um die Nase. Haben wir ordentlich Zucker in ihn reingeschüttet und jetzt geht's wieder. Und wir hoffen, dass er. Ach, guck mal hier! Guck mal, Havixbeck lässt grüßen hier. Ich weiß es nicht. Hier, guck euch das an hier. Im Wald in Dortmund. Das kann nicht wahr sein. Tippitoppi-Tasse. Ich bin begeistert. Hi! Hi! Grüß euch. Ich muss mal die Kamera hier ausmachen. Läuft. Ja, liebe Leute, denkst du, nichts Besonderes hier? Gehst du in den Wald spazieren, dann triffst du Leute aus dem eigenen Dorf hier. Also Katharina und Florian, herzliche Grüße an dieser Stelle, falls ihr das Video schaut. War nett, euch hier zu treffen und vor allem, dass Florian die Tippitoppi-Tasse dabei hatte. Das freut mich ja ganz besonders. Mittlerweile jetzt hier Kilometer 20. Müssen wir mal kurz wieder ein Foto kriegen. Das ist ja bloß noch 10, ne? Das ist ja bloß noch Endspur sozusagen ins Ziel. Ich war ja eigentlich gerade, als ich abgebrochen hatte, als die beiden kamen, am erzählen, der Peter wieder Farbe im Gesicht. Der war uns ja richtig blass geworden nach 15 Kilometern, also vor 5 Kilometern. Haben wir ordentlich Zucker in ihn reingeschüttet. Jetzt hier hat er das Zuckergelzeug, was ich sonst auch benutze, bekommen. Und jetzt geht es halt wieder, dass er ein bisschen Farbe hat, Banane gegessen. Aber das ist nicht ohne, man darf das nicht unterschätzen, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Aber jetzt gefällt er mir wieder ganz gut. Mittlerweile auch schon knapp 500 Höhenmeter, die wir hier gemacht haben, nach 20 Kilometern. Ist also gar nicht mal so flach hier die Gegend um Dortmund herum. Und aktuell geht es eigentlich immer nur runter. Am Anfang ging es die ganze Zeit immer rauf. Und runter ist eigentlich nicht unbedingt angenehmer. Ne? Man denkt immer, es ist doch gar nicht so anstrengend, muss doch viel einfacher sein. Aber nee, das ist gar nicht so ohne. Was auch gar nicht so ohne ist, das kommt jetzt, nachdem es hier runter geht, sind Treppen. Das ist immer ganz besonders toll. Dass man dann nach 20 Kilometern, ein paar hundert Meter, hätte ich was gesagt hier, ein paar hundert Meter wird es hoffentlich nicht sein, aber hier die Treppen rauf darf.
Es dürfte jetzt Kilometer 22 sein. Noch mal im Navi sind wir mal gerade 21 unterwegs, aber laut Streckenbeschreibung. Und hier an der Kirche, das war in den Vorjahren auch so, ist Verpflegungsposten 2. Da freuen wir uns schon drauf. Ich habe jetzt, weiß jetzt nicht, ob ich noch Nutella am Mund habe. Das bin ich hier ordentlich zugeschlagen. Nutella-Brote, also was ich davon übergelassen habe. Und was ich doch mit Erschrecken feststellen muss, hier gibt es gar keine Matchsticks. Ne? Ich esse die doch so gerne. Also meine einzige größte Motivation, mich bei dieser Veranstaltung anzumelden, weil sie kleinen Mettwürstchen. Der hat mich damit gelockt. Der hat mich hier gelockt mit Mettwürstchen. Ja. Und dann laufe ich hier mit 30 Kilometer, quäle ich mich jetzt hier hin. Und es gibt kein einziges Mettwürstchen. Mettwürstchen. Mettbrötchen gibt es hier sowieso nicht. Hier ist alles am Mett. Aber Hauptsache Mett. Ja. Ja, so ist das. Ne? So werden wir dann halt auch mal irgendwann zur gesunden Ernährung praktisch gezwungen. Kann es ja auch nicht schaden. Was ein bisschen blöd ist, der Himmel wird schon wieder schwarz da oben hinter der Kirche. Kulisse natürlich tippitoppi hier, ne? In der alten Kirche ist ja immer der Verpflegungspunkt hier. Und wahrscheinlich wird das gleich wieder der Moment kommen, wo der Regenschirm ausgeklappt wird oder die Regenjacke angezogen. Ne? Schauen wir mal erstmal, ob wir Pause machen, nicht zu lange, damit das Fahrwerk auch wieder in Gang kommt. Und damit auch die letzten 8 Kilometer sind es noch. Das schaffen wir. 2 Stunden ungefähr. Ja, liebe Leute, was habe ich am Start in Hamburg gesagt hier? Mammutmarsch auch für Anfänger, Dortmund 30 Kilometer. Und jetzt wissen wir, warum der Peter uns hier kurz unter Zuckern ist. Der hat Zero-Cola mitgenommen. Zero. No Sugar. Und da fällt mir nichts mehr ein. Ne? Ja, Anfänger. Ja. Ich glaube, ich muss den noch mal adaptieren hier in Sachen Ernährung auf Extremveranstaltungen. Ihr sagt schon, ich tue was Gutes. Ja, auch wieder verkehrt. So ist das, ne? Nix. Vorteil bei so Wetter ist natürlich keine Gegenlichtaufnahmen. Man muss sich die Augen zuknallen, weil die Sonne einblendet. Nachteil ist, ich habe schon wieder die Softshelljacke an, die Regenjacke. Das ist mal eine neue. Ich glaube, das ist das erste Video, wo ich die auch trage von Revolution Race. Selbst gekauft jetzt hier, keine versteckte Werbung. Aber ich bin mit dem Zeug von der Firma halt gut zufrieden. Ich weiß, welche Größen mir da passen. Und von daher kaufe ich mir das gerne. Stehen ist der Halt und Sieg, oder? Der 8. Oktober ist noch gar nicht Halloween, aber die Leute sind vorbereitet hier in Dortmund. Ich bin jedenfalls vorbereitet, es fängt schon wieder an zu regnen. Hey, liebe Leute, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo keiner mehr vor uns läuft. Das heißt, wir müssen selbst den Weg finden, auf die Wegweiser schauen. Und wer meine Videos kennt, der weiß, da habe ich ja selbst mit Navigationsgeräten ein Problem. Darum Augen auf und hier geht's lang. Ja, ganz eindeutige Diagnose. Der Peter muss das Fahrwerk neu einstellen lassen nach dieser Wanderung. Der läuft nicht mehr ganz rund. Oder wie siehst du das, Peter? Definitiv. Definitiv, ne? Ich komme hier schon wieder in Energie rein. Sehr gut. Energie. Noch die knapp 5 Kilometer jetzt hier, noch am Phoenixsee entlang. Die herrliche Stadt Dortmund. Ich freue mich. Tippitoppi.
Kilometer 29, mittlerweile 7,5 Stunden hier unterwegs. Und ja, letzte Kilometer, das schaffen wir noch, ganz bestimmt. Peter hat schon wieder Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommen hier. Und da sind wir gleich ganz stolz, wenn wir durchs Ziel laufen und unsere Medaille umgehangen bekommen. Das Ziel ist noch nicht zu sehen, aber schon zu hören hier in der Abenddämmerung heute in Dortmund. Und ich freue mich. Ja, schon fast ein bisschen emotional. Und ja, gleich ist es soweit. Leute, ich habe jetzt meinen Stempel abgeholt, beziehungsweise drei Stempel in meinem Trophäenbuch, was es hier bei Mammut Marsch immer gibt. Und jetzt auch hier den Patch für die 200 Kilometer bekommen. Für nicht 200 am Stück, sondern 200 insgesamt, die ich jetzt am Mammut Marsch Veranstaltung teilgenommen habe. Da bin ich natürlich mächtig stolz und freue mich dann auch schon auf die nächste in 2 Wochen. Vielleicht nochmal eben, dass Walter und Peter sich ihre Stempel abgeholt haben. Dann fassen wir das Ganze hier heute nochmal ein bisschen zusammen. So, hier direkt jetzt das kleine Resümee der Veranstaltung hier heute. Little Mammut Dortmund, 30 Kilometer in... Wie lange waren wir unterwegs? Walter, reine Laufzeit waren knapp 6 Stunden, hat er gesagt. Unterwegs waren wir 8 Stunden, das heißt, wir haben doch nach Kilometer 15, wo es Peter nicht so gut ging, dann mal öfter auch mal angehalten, ein paar Minuten, dass ich hinsetzen konnte. Aber im Großen und Ganzen eine gelungene Veranstaltung, wie heißt es so schön immer, die Schmerzen vergehen. Der Stolz bleibt. Das wird bei Peter bestimmt auch so sein, dass er jetzt angefixt ist, dass er jetzt auch sich überlegt, morgen tun die Beine weh, morgen geht gar nichts. Denke ich, Mist, warum habe ich da mitgemacht in einer Woche? Dann wird der Suchtfaktor ausgelöst. Das war doch so toll, dieses Erlebnis, hier ins Ziel zu kommen, seine Medaille zu bekommen. Das ist einfach klasse. Ja, im Großen und Ganzen eine gelungene Veranstaltung. Und begonnen habe ich heute Morgen ja mit ich hier relativ... Ja, normal Wander ausgerüstet, wie das man so macht bei so einem Mammutmärschen, halt mit leichten Sportschuhen, Rucksack mit Trinkblase drin, leichte Klamotten, leichte Hose. Peter dennoch ist in seiner Arbeitshose, jetzt Arbeitsschuhe, eher schwere Sachen, dicke Jacke. Und dass er jetzt ja auch überlegt, wenn er sowas öfter machen möchte, dann sich da ein paar andere Schuhe zumindest schon mal zuzulegen. Und das ist es ja auch eigentlich, wenn man anfängt, man probiert es erstmal aus. Man kann sich ja nicht direkt in den Sportladen begeben und für teuer Geld die teuersten Sachen direkt kaufen. Macht ja auch keinen Sinn. Man muss ja erstmal gucken, macht das überhaupt Spaß? Aber das kann ich euch sagen, wer es noch nicht gemacht hat, wenn mit dem Gedanken spielt hier mal so ein Mammutmarsch und sich denkt, oh, schaffe ich das überhaupt? Ja, das schafft ihr. Die Motivation in der Gruppe ist einfach da. So wie jetzt hier auch, Peter ist noch nie sowas gelaufen, also nie spazieren gegangen großartig zu Hause, außer mit dem Hund mal eine Runde. Und sonst fährt er viel Fahrrad, klar, aber das war jetzt auch schon mal eine richtige Herausforderung für ihn. 30 Kilometer hat er geschafft, das geht also mit ein bisschen Training dann sowieso. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo. Ciao.